Willkommen zurück bei v60hybrid.de. Heute mal nicht aus und zu einem Auto, sondern ja, draußen im Grünen mit der flupneuen GoPro Max Kamera. Ich habe das Ding vorgestern Abend bekommen, gestern auf den Rasenmäher geschnallt und habe dann hier die Weide, die ihr im Hintergrund seht, gemäht und habe dabei auch meine ersten Aufnahmen mit der Kamera gemacht, ohne da jetzt groß irgendwas vorzubereiten. Ich habe sie ausgepackt, grob eingestellt und habe losgefilmt. Meine letzte GoPro, die ich davor gekauft habe, war eine Hero 3, also ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal mit GoPro gefilmt habe. Ich nehme auch jetzt das hier gerade mit der Max auf. Ich halte sie in der Hand. Da kann man auch gucken, wie diese Hyper-Smooth Beruhigung funktioniert, zeige ich euch aber auch gleich noch im Videomaterial. So aus dem ersten Eindruck klappt das ganz gut. Das Ganze wird definitiv nichts in Form von einem Review, dafür habe ich sie noch viel zu kurz. Ich wollte euch einfach mal so jetzt ganz frisch die Eindrücke schildern, wenn man das Ding einfach auspackt, damit filmt, worauf man achten muss. Gerade das mit der 360 Grad Filmerei ist dann doch deutlich komplizierter, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich werde euch jetzt die Clips einfach zeigen und dann über die Clips mit dem Voice-Over euch was dazu erzählen. Also sehen wir uns jetzt gleich am Rechner wieder. Ich habe den Anfang des Videos jetzt ganz bewusst mal einfach so loslaufen lassen, denn dort hört man sehr schön, wo man sehr stark aufpassen muss, wenn man mit der GoPro Max unterwegs ist. Man hält nämlich aus Versehen relativ schnell eins der Mikrofone zu, wenn man sie so frei in der Hand hält. Da muss man ein bisschen aufpassen und vielleicht einen Selfie-Stick oder sowas verwenden, wenn man solche Rundumläufe macht, wie jetzt hier in diesem Fall. Was man gerade vielleicht schon gesehen hat, ist, dass der Mäher mit seinem Einzylindermotor durchaus Vibrationen an den Tag legt. Gerade jetzt, wenn ich gleich noch das Mähwerk zuschalte. Da wackelt es einmal kurz und danach ist das Bild echt super gut stabilisiert. Also da gibt es gar nichts zu meckern aus meiner Sicht. Wir befinden uns jetzt hier im 1080p Modus. Das Objektiv steht auf linear und ja, man sieht es vielleicht an meinem Oberkörper, wie wackelig und schaukelig das Ganze eigentlich ist. Und das Bild ist, wenn man auf den Boden schaut, super stabilisiert. Und hier jetzt in den Kurven, da sieht es fast so aus, als wenn wie bei einem Gimbal das Bild langsam erst nachgeführt würde. Jetzt gleich sieht man es wieder sehr schön. Es läuft an meinem Rücken und läuft dann langsam wieder zurück. Also fast, als wenn da ein Gimbal im Einsatz wäre. Das macht meine Osmo Pocket gefühlt eigentlich auch nicht besser. Die Bildqualität auf 1080p im Hero-Modus ist allerdings aus meiner Sicht, ich muss aber mal schauen, vielleicht ist das jetzt auch ein Anfängerfehler, dass ich da noch was optimieren muss. Zumindest wenn man das Objektiv auf linear stehen hat, kommt nicht an die Osmo Pocket ran, bei der ich zudem dann ja auch noch von 4K runterskalieren könnte, was dann auch noch mal deutliche Auflösungsgewinne bringt. Ansonsten, wie gesagt, die Stabilisierung, dieses Hypersmoothing, das ist schon sehr gut, wie das bei der GoPro Max funktioniert. Jetzt hier nochmal eine weitere Runde. Die Kamera ist immer noch am hinteren Überrollbügel befestigt. Diesmal aber im Superview, also im, ich sag mal, klassischen GoPro-Modus, wo sehr viel drauf ist. Naja, ich wirke dadurch natürlich noch dicker, als ich eigentlich bin. Aber das Blickfeld gibt natürlich viel mehr von der Umgebung frei als im Linear-Modus. Man kann vorne jetzt zum Beispiel das eingeschlagene Rad sehen und man sieht auch mehr vom Grundstück, von der Fläche. Gefühlt ist das Bild jetzt auch ein gutes Stück schärfer. Mir kommt es fast so vor, als wenn sie im Linearmodus einfach nur
kräftig eincroppt und gar nicht den Sensor komplett ausliest. Scheint also mehr oder weniger so eine Art digitales Zoom zu sein. Aber nochmal, das sind so meine allerersten Eindrücke. Kann auch sein, dass ich da jetzt so beim Erstversuch noch was falsch gemacht habe, irgendwas noch nicht richtig eingestellt hatte. Ich habe es ja im Intro erklärt, einfach nur ausgepackt und losgefahren. Jetzt hier an dem Pfosten sieht man ganz gut, wie der Superview-Modus wieder alles total überzeichnet und dann irgendwann auch verbiegt. Aber vom Prinzip, so für diese klassischen GoPro-Aufgaben, kann man sie auch durchaus einsetzen. Wir fahren jetzt nochmal einen kleinen Versuch im 1080p Linearmodus. Diesmal vorne auf den Rammschutzbügel montiert. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie die Kamera hier diese ganzen Bodenwellen, Löcher, Hufabdrücke wegfiltert. Gleich fahren wir auch noch über Wurzeln drüber. Das geht wunderbar. Da gibt es also definitiv nichts zu meckern und ich würde fast sagen, mancher Gimbal kommt da nicht ganz ran. Aber auch hier wieder, man hat halt aus meiner Sicht schon einen durchaus wahrnehmbaren Detail- und Auflösungsverlust. Als Hauptkamera habe ich es aber eh nicht gedacht. Also von daher kann ich auch mit diesem kleinen Qualitätsnachteilen momentan jedenfalls so vom Ersteindruck durchaus leben. Mit den 3D-Funktionen konnte ich bisher nur ein bisschen rumspielen, da die derzeit vorhandene Windows-App zwingend Windows 10 erfordert, was ich nicht habe. Ich habe nur Windows 8 und auf der App, auf dem Smartphone, bei mir ein Samsung Note 9, also nicht unbedingt das Allerschwächste. Das hängt sich gern mal auf beim Rendern dieser 3D-Videos, wenn man die dann anders zusammengestellt hat, wie hier zum Beispiel diese Zoom-Fahrt, das ist rein über die 3D-App gekommen. 3D sei schon, 360-Grad-App meine ich natürlich. Allerdings sieht man vielleicht auch schon da am Gashebel, dass ich einen ziemlich starken Versatz habe zwischen den zwei Linsen. Ich blende euch jetzt auch nochmal eine Aufnahme, ein ausgegliedertes Bild ein, wo man das dann auch nochmal recht gut erkennen kann. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob das vielleicht ein Defekt an meiner Kamera ist oder ob das immer so sein muss. Da bin ich mir noch nicht ganz im Reinen. Das schließt sich auch, geht bei mir im Grunde auch durch. Ich bin mir noch nicht ganz im Reinen, was ich von der Kamera halten soll. Im Hero-Modus muss man im Grunde auf den Super-Wide-View gehen, damit es gut aussieht. Der Super-Wide-View ist aber auch gut für mich, da ich mit der DJI Osmo Pocket ja auch eine andere Kamera habe, die im nicht so weiten Feld arbeitet. Das mit dem 360 Grad muss ich mir mal noch genau anschauen, dass ich da zu einem besseren Ergebnis komme, als ich es jetzt habe. Vorläufig werde ich es immer noch behalten. Ich habe einen Windows 10 Rechner, ein neues Notebook bestellt, um dann demnächst auch die Windows 10 App nutzen zu können. Und dann hoffe ich einfach mal, dass da noch ein paar bessere Videos dann möglich werden. Das war für heute jetzt erstmal nur so der erste Einstieg, was meine ersten Eindrücke zu der GoPro Max sind. Euer Stefan Lenz.